Das letzte Video ging ja um den kleinen Stadtflitzer T03, der bei uns für 18.900 Euro startet. Leapmotor kann aber nicht nur klein und billig, sondern sozusagen auch mittelgroß und billig. Denn mit dem Leapmotor C10 kommt ein weiterer Kampfpreis, dieses Mal aber als SUV. Was der kostet und was der alles kann, erfahrt ihr jetzt hier auf Project Drive. Zuerst möchte ich euch aber meine Merch-Designs zeigen, denn mittlerweile gibt es nicht nur das herkömmliche Logo und den Elektronauten, sondern auch das Space Nebula-Design, das Comic-Design und das erstmal einen Reinladen-Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Leapmotor hat in Zusammenarbeit mit Stellantis zwei preisgünstige Elektrofahrzeuge vorgestellt, das kompakte Stadtauto T03 und den SUV C10. Stellantis hofft, angesichts der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Transportmöglichkeiten immer einen Schritt voraus zu sein, indem es unter einem Dach mit Leapmotor in Europa montierte chinesische Fahrzeuge einsetzt. Leapmotor plant, den kleineren T03 ab November 24 im Stellantis-Werk Tychy in Polen zu montieren. Dies wird der Marke helfen, EU-Zölle auf importierte chinesische Elektrofahrzeuge zu vermeiden, was den aggressiven Preis des T03 ermöglicht. Carlos Tavares, CEO von Stellantis, hat ebenfalls die Möglichkeit angedeutet, den größeren C10 in der EU herzustellen, gab jedoch keine weiteren Einzelheiten dazu bekannt. Leapmotor International hat außerdem Pläne bestätigt, den B10, ein spezielles Modell für Europa, auf dem Pariser Autosalon im Oktober vorzustellen. Dazu werde ich natürlich dann auch ein Video machen. Die Optik des C10 kommt recht sportlich und ziemlich ansehnlich daher. Das Auto sieht deutlich moderner aus als der arg unschöne T03, ohne allzu extravagant zu werden. Man könnte sagen, es sieht nicht nach billigem China-Ramsch aus. Die Form bleibt schlicht, es gibt wenig Ecken und Kanten, die Lichter vorne und hinten wirken schlitzartig. Das Auto hat übrigens ziemlich exakt die Maße des Model Y und auch sonst erinnert vieles an Tesla. Der Wagen wird per NFC-Karte oder Handy-App entriegelt, die Türgriffe sind plan integriert und werden genauso bedient wie bei Tesla. Man kann zwischen verschiedenen Lackierungen wählen, wie weiß, schwarz, zwei Grautöne und dunkelgrün. Innen gibt es sehr wenig physische Bedienelemente, auch separate Knöpfe für die Außenspiegel fehlen. Diese werden per Touchscreen oder Rollrädchen am Lenkrad eingestellt. Anders als bei Tesla hat der C10 jedoch ein Instrumentendisplay und die Getriebemodi P, N, R und D werden über einen Hebel rechts am Lenkrad gewählt. Und geblinkt wird zum Glück mit einem traditionellen Hebel, nicht wie beim Model 3 Facelift per Lenkradtasten. Man guckt auf ein recht großes Instrumentendisplay von 10,25 Zoll und einen ebenfalls üppig dimensionierten Touchscreen mit 14,5 Zoll im Querformat. Die Bedienung des Touchscreens klappt anscheinend im Großen und Ganzen ganz gut. Die recht großen Icons am unteren Bildschirmrand für Klimasteuerung und so weiter können auch während der Fahrt recht leicht getroffen werden. Der C10 hat drei Fahrmodi namens Eco, Komfort und Sport sowie einen individualisierbaren Custom-Modus. Beeinflusst werden die Reaktion des Gaspedals, die Lenkung und die Stärke der Rekuperation. Außerdem kann man einen One-Pedal-Driving-Modus auswählen und den Kriechgang an- und ausschalten. Der Kofferraum ist mit 435 bis 1410 Liter allerdings etwas klein für die Klasse. Für die meisten Fälle dürfte es aber reichen. Außerdem gibt es einen Frunk mit 32 Litern. Die Innenausstattung kann man in einem ziemlich aufdringlichen Hellbraun bis Orange und in einem sehr dezenten Dunkelbraun bekommen. Der Leapmotor C10 ist 4,74 Meter lang, 1,90 Meter breit und 1,68 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf 2,82 Meter. Leer wiegt das SUV 1845 Kilogramm. Den Antrieb übernimmt eine E-Maschine von 160 kW oder 218 PS und 320 Newtonmeter an der Hinterachse, die aus einem Akku von 69,9 Kilowattstunden gespeist wird. Das reicht dem Hersteller zufolge für maximal 170 km/h und bis zu 420 km. Der Durchschnittsverbrauch wird mit 19,8 Kilowattstunden auf 100 km angegeben. Beim Laden braucht man allerdings etwas Geduld und Stellantis verspricht baldige Besserung.
Das bedeutet aktuell 6,6 kW am Wechsel und 84 kW am Gleichstrom. Von 30 auf 80% lädt man dann am Schnelllader in 30 Minuten. Die angegebenen 7,5 Sekunden für den Standardsprint liegen in etwa auf dem Niveau des Model Y Basismodells, das 6,9 Sekunden braucht. Der Leap Motor C10 startet sehr gut ausgestattet bei 36.400 Euro. Für 1.500 Euro mehr bekommt man dann die höhere Ausstattungsvariante namens Design mit 20 Zoll Felgen. Damit liegt der Preis zwischen 30 und 50% unter Konkurrenten wie dem VW ID.4, dem elektrischen Renault Scenic oder dem Kia EV6. Wie gefällt euch der Leap Motor C10? Wäre der was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!